Der Rauch zahlreicher schwerer Waldbrände in Kanada hat in der Millionenmetropole New York für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten gesorgt. Die schwarzen Hunderterfeuer im Osten Kanadas zogen in südliche Richtung und führten unter anderem in New York zu dichtem Nebel und einer zeitweise orangenen Färbung des Himmels. An Schulen und Kindergärten wurden sämtliche Outdoor-Aktivitäten abgesagt, ebenso viele andere Veranstaltungen unter freiem Himmel wie Baseballspiele. Wegen der schlechten Sicht musste auch der Flugverkehr eingeschränkt werden.